Sahnesuppe mit Sprossen und Curry im Bild links. Zutaten für 4 Personen. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 1 kleine frische grüne Pfefferschote, 1 Stück frische Ingwerwurzel, etwa 1 cm lang, 300 Gramm gemischte Sprossen, zum Beispiel aus Alfalfa, Roggen, Mungobohnen und Linsen, 1 Teel, Gelbwurz, Klammer auf Kurkuma, Klammer zu, 11 Zweitel Teel, Kreuzkümmel, Klammer auf Kumin, Klammer zu, 1 Teel, gemahlener Koriander, 1 Teel, Safranfäden je eine Prise, frisch geriebene Muskatnuss und Piment 1 Essel, kaltgepresstes Sojaöl 1 Essel, Weizenvollkornmehl 3/41 Gemüsebrühe 125 Gramm Sahne 1 Achtel I Sojamilch 2 Essel, frisch gehackte Petersilie raffiniert pro Person etwa 1400 k 1 330 Kilokalorien 21 Gramm Eiweiß 19 Gramm Fett 16 Gramm Kohlenhydrate 7 Gramm Ballaststoffe Keimzeit der Sprossen 4 Tage Zubereitungszeit 30 Minuten die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und hacken die Pfefferschote halbieren und alle Kerne entfernen. Die Schotenhälften kalt abspülen und in feine Streifen schneiden. Die Ingwerwurzel schälen, waschen und trocken tupfen. Die Sprossen waschen und abtropfen lassen. Die Gewürze in einem Schälchen mischen. Das Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel, den Knoblauch, die Pfefferschote, die Ingwerwurzel, die Sprossen und die gemischten Gewürze, darin bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren so lange braten, bis die Zwiebel und der Knoblauch glasig sind. Das Mehl darüber stäuben und unter weiterem Rühren einige Sekunden anrösten. Die Gemüsebrühe langsam einmal aufkochen und die Suppe, zugedeckt bei schwacher Hitze 5 Minuten kochen lassen. Die Sahne und die Sojamilch in die Suppe rühren und noch einmal erhitzen. Die Suppe mit der Petersilie bestreut servieren. Grüne Suppe mit Rettichsprossen im Bild rechts. Zutaten für 4 Personen. 300 Gramm zarte, junge Kohlrabi, Rettich und Radieschenblätter gemischt 1 kleine Zwiebel, 1 Essel, kaltgepresstes Maiskeimöl 1 Essel, Roggenvollkornmehl 300 Kubikzentimeter Gemüsebrühe 50 Gramm Rettichsprossen 200 Gramm Sahne frisch gemahlene weißer Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss 2 Essel. Saure Sahne raffiniert schnell pro Person etwa 990 Kilojoule durch 240 Kilokalorien 3 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Fett, 8 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Ballaststoffe, Keimzeit der Sprossen, 3 Tage Zubereitungszeit, 20 Minuten die Blätter waschen, trocken tupfen und im Blitzhacker fein zerkleinern, die Zwiebel schälen und hacken, das Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel darin bei schwacher Hitze glasig braten. Die gehackten Blätter dazugeben und unterrühren einige Sekunden schmoren. Das Mehl darüber stäuben. Die Gemüsebrühe unterrühren hinzugießen einmal aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 5 Minuten garen. Die Sprossen kalt abspülen, mit der Sahne in die Suppe rühren und heiß werden lassen. Mit Pfeffer und Muskatnuss abschmecken, auf Tellern verteilen und die saure Sahne darauf geben.